So, für den Anfang wäre das gar nicht verkehrt. Da kommt plötzlich so ein riesen Insekt angeflogen. Oh oh. Ich hoffe, die pullen hier nicht den... Okay, Carlos hat mir geholfen. Die pullen jetzt nicht den Tirisino hier. Was macht der Iguanodon? Oh nein, er hat ihn gepullt. Und herzlich willkommen zu Ark Survival Ascended. Ich bin Busch und ich hoffe, das ist sicherer als ungetarnt in der Gegend rumzulaufen. Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich werden wir dann statt vom T-Rex vom Bronto gefressen, weil er denkt, wir wären ein leckerer Busch. Aber gut, mal schauen, wie das Ganze läuft. Wir gehen heute auf jeden Fall wieder raus. Ihr seht, ich habe so ein bisschen aufgeräumt, die Dinos geparkt. Ich habe hier oben jetzt auch mal so ein Geländer eingebaut. Das sieht ein bisschen cooler aus mit dem Tor, glaube ich. Und ich denke, wir starten von hier oben auch nicht raus. Und wenn, dann springen wir halt über das Geländer drüber. Sieht, finde ich, ganz cool aus. Ist ein cooler Bild. Ist natürlich noch lange nicht fertig. Also müssen da noch die Mauern dicht machen und so weiter und so fort. Aber ich bin immer dabei, so ein bisschen was zu machen. Wir haben jetzt unser Schweinchen gesattelt. Wir können immer noch den Biber-Sattel nicht herstellen. Dafür brauchen wir erstmal Level 61, glaube ich. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Wir starten heute einfach mal wieder ganz gemütlich mit Carlos und gucken uns so ein bisschen in der Welt um. Mal schauen, was wir heute zähmen. Das ist natürlich wieder das Ziel. Wir gucken so ein bisschen, was da draußen unterwegs ist und suchen uns irgendwas Schönes zum Zähmen. Ich habe hier mal so eine Brücke drüber gebaut, weil das so unzugänglich ist bei uns. Wir haben hier so komische Felsen, die nicht weggehen. Und so kommen wir leichter bei uns zum Bierfass. Da braut natürlich weiter unser Bier. Das scheint unendlich lange zu dauern. Wir haben immer noch kein einziges Bier. Ich glaube aber, wir machen alles richtig. Also das ist einfach nur eine Frage der Zeit, wenn ich das richtig sehe. Wir haben Wasser. Wir haben diese Beeren. Wir haben Thatch. Also eigentlich sollten wir alles haben, was wir brauchen. Wir brauchen Thatch, Beeren und Wasser. Und dann können wir so eine Glass Jar mit Bier auffüllen. Die ist da sowieso schon drin. Also theoretisch sollte das Ding sich dann auffüllen. Also Glass Jar dürfte dieses Water Jar Dingens sein. Und wenn nicht, dann landet das Bier, glaube ich, einfach so da drin und wir können es dann rausnehmen. Mit der entsprechenden Jar oder dem Behälter. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben bald mal Bier. Das war eigentlich so der Hintergrund, warum wir das hier aufgebaut haben. Das Haus müssen wir auch noch fertig bauen. Das gibt ziemlich viel zu tun. Das ist so ein schöner Baum hier. Den müssen wir unbedingt stehen lassen. Naja, wir brechen erstmal wieder auf. Wir sind ja eigentlich quasi fast jede Episode draußen unterwegs. Wir wollen jetzt endlich mal so ein paar nützliche Kollegen hier noch zähmen. Vielleicht so ein paar stärkere Dinos, die uns dann auch ein bisschen weiterhelfen können. Und das ist auch heute wieder unsere Mission. Wir nehmen, glaube ich, mal die Zähmbox mit. Die bauen wir mal da drüben ab. Da brauchen wir die eh momentan nicht. Und dann gucken wir, wofür wir die vielleicht verwenden können. Wir schauen einfach mal, was sich da so rumtreibt. Ich habe einen Haufen Tranks dabei. Wir haben ein paar Narcotics dabei. Beeren und Fleisch können wir uns da jederzeit organisieren, wenn es ein Fleischfresser werden sollte. Dann schauen wir einfach mal, was sich hier so Neues in der Gegend rumtreibt. Oder auch Altes. Wir haben ja so ein paar ganz interessante Sachen eigentlich auch gesehen. Da vorne ist ein Tirisino zum Beispiel. Und wir müssen ja auch das Bausystem so ein bisschen testen. Ich glaube, das wurde jetzt dementsprechend geändert, dass wenn wir die Wand hier rausnehmen, alle dranhängenden Teile mit in unser Inventar wandern. Das probieren wir jetzt mal aus. Wenn es nicht klappt, müssen wir eine neue Rampe herstellen. Wir probieren es jetzt. Bam. Okay, die hängt da immer noch. Bam. Vögel, wir müssen aufpassen. Jetzt müsste sie aber dann eigentlich runterfallen, oder? Okay. Also da gibt es wohl noch Probleme mit dem Support. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, eigentlich normal, ne? So, welche sind das? Sind das die... Trank Arrows wollen wir nicht. Wir wollen die Dinger hier. Dann machen wir den Vogel mal weg, wenn er zu nah rankommt. Das war nix. Es ist halt einfach super gefährlich mit diesen Vögeln, ne? War das zu hoch? Ich treffe den nicht. Wir geben es auf. Also ich glaube, diese Foundation gibt den Support. Und wenn wir die jetzt rausnehmen, müssen wir eigentlich dieses Ding mitbekommen. Jawohl, das funktioniert. Das heißt, wir können einfach hier reinwandern in die Box und das so hochnehmen. Und müssen die Teile theoretisch nicht einzeln abbauen. Das ist ein bisschen komisch, aber das hängt halt jetzt an der linken Wand mit dran, die rechte Wand, ne? Der Support ist ein bisschen erleichtert worden.
Das ist ziemlich cool eigentlich. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich zu schwer. Ja, wir sind zu schwer. Oh, das ist ärgerlich. Wir brauchen aber die Box. Wir nehmen einfach Carlos auf Follow. Der soll uns so ein bisschen beschützen. Und dann sind wir halt erstmal zu Fuß unterwegs. Ist halt ein bisschen risky, ne? Aber okay. Jetzt gucken wir erst nochmal, was sich da Neues rumtreibt in der Gegend. Wir haben ja jetzt ein Upgrade. Ich habe nämlich mal dieses Fernglas hergestellt. Und mit dem können wir auch aus der Entfernung gucken, was das denn so für Kollegen sind, die da unterwegs sind. Wir sehen zum Beispiel, dass das ein 145er Petri ist. Den müssten wir eigentlich zähmen. Das ist Trikes. Das ist ein Level 10er Teresino. Mit dem können wir nichts anfangen. Was ist das? Parasaurus. Oh, ist das praktisch mit dem Fernglas. Plötzlich sehen wir was. Wir wissen, was hier passiert. Was machen wir mit diesem Petri? Den müssten wir eigentlich sofort zähmen. Der hat eigentlich Prioritäten, ha? Dann gehen wir jetzt darüber und zähmen den Petri. Seid ihr bereit? Let's go. Ich hoffe, wir sind keine Piranhas. Die fressen sonst wieder unseren Raptor auf. Go, go, go. Ich sehe keine. Ich weiß nicht, ob wir unter Wasser schießen können. Ich glaube, mit dem Crossbow schon. Ja, funktioniert. Haben wir es gleich mal getestet. So. Carlos, gib mal Stoff jetzt. Du machst mich nervös. Das dauert ja ewig bei dir. Okay. War das ein Piranha? Ich glaube nicht. Gut. Dann zähmen wir... Oh, ein blauer Parasaurus. Zähmen wir jetzt erstmal diesen Petri. Ist das unserer? Nee, der war ein Low-Level, ne? Ist das hier unserer? 145er. Bolas? Haben wir nicht mehr. Moment, ich muss die Bolas equippen. Oder auch nicht. Wir müssen sie nicht equippen. Wir brauchen sie nur zum Werfen. Erwischt. Und ich habe die Tranks aber nicht mehr equipped. Das müssen wir noch machen. So. Und jetzt ganz entspannt. Peaks. Nicht mehr in den Kopf. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Jawohl. Das ist nämlich nur ein Petri. Der hält nicht so viel aus. Okay. Der sieht super aus. Okay. Alles gut. Jetzt brauchen wir halt noch Prime Meat. Das heißt, wir holen uns erstmal irgendein kleines Baby-Dino-Tier. Moment. Das startet ja schon ziemlich gut, ne? Ist halt eigentlich nur ein Petri, aber halt ein verdammt guter Petri. So. Das sind alles ausgewachsene Tiere. Was macht denn Carlos? Spaziert hier rum. Der will eine Measureberry? Nee. Wir suchen ein Jungtier mit Prime Meat, weil das ist jetzt ein 145er Petri und den sollten wir möglichst gut auszähmen. Der wird uns jetzt erstmal nicht so viel weiterbringen, ne? Der Petri. Aber es ist halt einfach wichtig, dass wir ein paar gute Tiere haben für später. Level 145 heißt natürlich, dass wir auch ein bisschen Gewicht leveln können, dass wir genug Ausdauer leveln können, dass es dann wirklich ein Flieger wird, mit dem wir auch was reißen können, mit dem wir auch so ein bisschen Strecke machen können. Mit unserem Low-Level-Petri werden wir nicht weit kommen, ne? Der hat einfach zu wenig Ausdauer. Und der kann ja auch nichts tragen. So, wir gucken ein bisschen in die andere Richtung. Wir brauchen ein Jungtier und ein bisschen leckeres Prime-Meat. Okay, wir haben hier so ein Trike. Das ist Level 10. Und hier haben wir das Jungtier dazu. Jetzt, holen wir uns, glaube ich, den kleinen... Oh, jetzt... Wir könnten das Ding... Wenn wir das Ei hochnehmen, dann kommen mehr, glaube ich. Das ist dann nicht nur der eine. Das ist so fies, die armen Babys. Okay, es kommt. Es gibt Ärger. Carlos, hol dir das. Hol dir das Trike. Aua. Okay. Carlos ist dran. Wir helfen so ein bisschen mit. Gucken, ob Carlos das schafft. Mir ist heiß. Carlos ist fertig. Das ist das Kleine. So, wir hätten das jetzt auch zähmen können, aber es ist nur ein Level 10er. So, Carlos frisst es nicht. Wir haben Prime Meat. Perfekt. Das ist so brutal, ne? Die armen kleinen Baby-Dinos. Aber das ist der beste Weg, um an Prime Meat zu kommen. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug für den Petri. Dem geben wir das direkt mal. Der schläft nämlich hier ganz entspannt. So, reicht das? Das reicht easy. Okay. Carlos, halt mal ein bisschen Sicherheitsabstand.
Und pass auf das Prime Meat auf, ne? Das heben wir auf, das ist gut. So. Und dann bewachen wir jetzt unseren Petri, dass dem nichts passiert. Es ist ultra heiß. Trotz Ghillie-Suit. Wir haben jetzt hier 55 Grad. Das ist also nicht nur am anderen Ufer so, sondern hier auch. Eieiei. Ich glaube, den Bogen könnten wir eigentlich mal zu Hause lassen. Ich nehme eh immer die Armbrust. Wir könnten unsere zweite Armbrust mitnehmen, aber das ist eigentlich so eine Backup-Armbrust. Carlos, da ist so ein Vogel. Der muss weg. Ich treffe die einfach nicht. Jawohl. Man muss einfach super nah ran, ne? Dann geht das schon. So, Vogel. Gib mal den Pfeil wieder her. Und dann Fleisch. Dankeschön. Carlos? Was machst du? Carlos hat eine Mission. Das war komisch. Manchmal machen die witzige Dinge, die Dinos. Ich glaube, das hat mit der Wegfindung zu tun. Wenn die keinen direkten Weg zu einem finden, dann machen die manchmal so eine Runde und schauen, dass sie einen besseren Weg finden. Das ist ganz komisch. Genau, also hier findet er irgendwie den Weg nicht. Ja. Das ist echt cool. Es ist nicht mehr so statisch und langweilig, wie das früher war. Früher sind die halt immer einfach nur direkt gefollowed. Immer gerade Linie, Luftlinie gelaufen. Und das hat nie funktioniert natürlich, weil Luftlinie halt immer selten funktioniert. Jetzt suchen die sich ihre eigenen Wege. Sind dadurch auch so ein bisschen unberechenbar. Es passieren öfter mal komische Dinge. Wie zum Beispiel, dass sie halt einfach so einen riesen Umweg laufen. Okay. Ja, das wird noch dauern, ne? Ich weiß nicht, ob er ein paar Narcotics braucht, das kann schon sein. Sieht so aus, ne? Ich werde den jetzt trotzdem so ein bisschen bewachen. Wir bleiben mal so in der Gegend. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Aber wir hoffen einfach mal, dass ich rechtzeitig sehe, wenn irgendwas spawnt, was gefährlich ist. Weil 145er ist schon ziemlich gut, ne? 5 Level unter Max. Dafür können wir jetzt schon mal so ein bisschen Zeit aufwenden, um den zu beschützen. Und dann bringen wir den direkt nach Hause. Dann haben wir schon mal was richtig Cooles gezähmt. Das ist dann wirklich ein High-End-Tame. Ein Low-End-Tier, aber High-End gezähmt. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so finden. Yeah, so eine wunderschöne Aussicht. Hier am Fluss gemütlich ein bisschen sitzen und chillen. Mir wachsen schon die Pilze aus dem linken Ohr, solange hocke ich hier und warte. Und der Petri sollte aber jetzt theoretisch langsam mal auszähmen. Wir können auch ganz gemütlich hocken bleiben, weil wir haben ja inzwischen das Tame-Menü, das heißt, wir öffnen einfach unser Tracking-Menü hier. Und dann ist das hier nicht mit drin, weil das sind ja alle Tames. Wir müssen dann irgendwie auf Tames in Progress gehen. Und dann sehen wir unseren Petri, der ist 24 Meter hinter uns. Und der ist immer noch ziemlich müde, der frisst ganz gemütlich. Taming Effectiveness ist 99,7%, das heißt, wir kriegen 72 Level obendrauf. Alles entspannt. Hat genug Hitpoints, ist gut genährt und wir können ihn auch favorisieren, okay. Und irgendwie auf der Map markieren oder so, ne? Aber der wird, glaube ich, sowieso auf der Map angezeigt, ne? Ja, also der ist aktuell eher auf der Map. Gut. Ja, und jetzt sollte der dann theoretisch mal auszähmen. Oh, das ist auch eine coole Färbung, ne? So pink mit gelben Streifen am Bauch. Und natürlich Punkten und Flecken. Die sehen schon sehr cool aus, oder Carlos? Du siehst natürlich auch cool aus. Aber du könntest auch ein paar Punkte vertragen und mehr Farbe. So, wie sieht's denn aus jetzt? Hier. Grüne Streifen. Petri ist auch ganz witzig. Mit so ein bisschen blau und rot. Also hier ist es super entspannt. Es ist nichts passiert. Ich habe ganz gemütlich hier gewartet. Niemand vorbeigekommen. Bäm, fertig. Jawohl. Okay. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal nach Hause. Muss denn... Ah, da ist Carlos. Genau, wir bringen den erstmal nach Hause, weil das ist ein echt guter Catch. Und dann kommen wir wieder mit der Taming Box natürlich. Wir bräuchten einen zweiten Raptor, der dann noch ein bisschen was tragen kann, ne? Und dann schauen wir mal, was wir da noch so finden. Wir können mal kurz gucken, ob es schon wieder Bier gibt. Oder ob es überhaupt schon Bier gibt. Wir waren da jetzt ein ganzes Weilchen unterwegs. Vielleicht hat sich da irgendwas getan an der Bierfront. Aber momentan müssen wir auch ziemlich viel Geduld mitbringen.
auch wenn wir jetzt die größeren Dinos zähmen, ne, wir sind wieder so ein bisschen vanillatechnisch unterwegs. Das wird dann auch alles ein bisschen dauern, bis die auszählen und so. Ist das die Sonne oder der Mond? Ich sehe so viele Sterne. Total verrückt. Dabei ist es schon... Wie spät? Es ist Mittag und wir sehen Sterne. Verrückte Welt. So, gucken wir mal kurz ins Bierfass rein. Ist da schon was los? Jawohl, wir haben Bier! Yes! Super cool! Wir könnten jetzt ein Bier zischen, aber es ist noch zu früh am Tag. Wir haben ja noch ziemlich viel vor heute. Das heißt, wir heben uns das Bier mal auf. So, lande mal, Verrückter. Der ist echt ultra verrückt. Level 217, das ist der erste gute Tame, den wir haben. Ne? Mega cool. Und es ist ein Männchen. Der braucht natürlich auch noch einen Namen. Den kriegt er jetzt noch. Wenn ich rankomme, so in die Options, change name. Du bist der Turbö. Versteht ihr? Bö von Windbö? Okay, da ist er gelandet. Turbö. Den lassen wir aber hier zu Hause. Und ich stelle die, glaube ich, mal auf passiv, dass wir hier nicht so einen riesen Terror haben. Wir können auch mal die Türen zumachen, theoretisch. Dann sind wir hier so ein bisschen sicherer unterwegs. Dann kommt da niemand rein, der größer ist als ein Dodo oder so. Mach ich auch mal zu. Bam. Und lassen wieder so ein paar Ressourcen zu Hause. Aber ich glaube, reiten können wir trotzdem nicht. Das ganze Fleisch nehmen wir einfach mal wieder mit. So, Carlos, wir gehen wieder. Let's go. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Wir haben noch so ein bisschen was vor. Wir bräuchten auch dringend so ein paar Polas. Die nehmen wir mal wieder mit in die Hotbar. Die können uns das Leben retten. Jetzt schauen wir nochmal, was sich hier so rumtreibt. Also das war schon mal ein richtig guter Fang. Allein dafür hat sich's gelohnt. Und dafür hat sich auch das Fernglas gelohnt, ne? Sonst hätten wir den nie erspäht. Mit dem Fernglas sehen wir hier immer schön, was sich da so rumtreibt bei uns. Pelagorn ist Level 10. Oh, da ist ein Dodo. Wir gucken jetzt einfach alles genau an, was hier rumläuft. Und suchen uns ein paar High-Level-Dinos raus. Wir brauchen ja sowieso noch fast alles. Und so ein High-Level ist ja auch nie verkehrt. Vielleicht finden wir noch einen guten Kämpfer jetzt. Wir haben schon mal einen guten Flieger. Das ist wunderbar. Der kriegt dann auch noch einen Sattel, sobald wir genug Chitin haben. Wir müssen so ein bisschen Chitin sparen. Das ist ein echter Engpass bei uns. Carlos hängt an mir dran wie eine Klette. Das ist wunderbar. Gehen wir mal hier unten rum diesmal. Da oben ist, glaube ich, noch das Brüllmonster. Das heißt, wir bleiben gemütlich hier unten und schwimmen durch den Piranha-Teich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir werden sehen. Carlos kommt mit. Und das ist halt auch... Also die ganzen Felsen und so, dass man da überall hochklettern und rumlaufen kann. Das ist schon ziemlich cool geworden. Das ist eine Schildkröte. Okay. Also die Felsen sind ganz toll modelliert. Okay. Keine Piranhas, alles safe. Wir müssen so ein bisschen auf Carlos aufpassen, falls hier doch irgendwo Piranhas unterwegs sind. Natürlich nicht ganz safe. Am anderen Ufer können wir nicht entlang gehen, weil da der Teresino ist. Das heißt, wir müssen durch das Piranha-Gewässer. An dem kommen wir nämlich nicht vorbei. Oder wir gehen oben rum durch die Berge. Das geht auch, ne? Jetzt habe ich natürlich Hunger. Ist ja klar, wenn man so schwimmen geht, dann wird einem schnell hungrig. So, wir essen mal fix was. Hier geht's gut, ne? Ja, alles gut. Und dann springen wir da rauf. Vögel. Ich mag keine Vögel. Jawohl. Endlich mal einen erwischt. Der andere hat's nicht gemerkt, oder? Was ist hier los? Willst du den fressen? Nee, dann hätte er ihn sich schon geholt. Jetzt treffe ich wahrscheinlich den Teresino. Wir gehen mal weiter. Wir sind gleich wieder an Land, das ist nicht mehr weit. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich hier nochmal genau umzusehen. Hier gab es ja ziemlich viele Teresinos. Da schauen wir jetzt einfach mal, ob da ein guter dabei ist. Und dann könnten wir uns überlegen, ob wir vielleicht einen Teresino zähmen. Den könnten wir, glaube ich, noch nicht reiten.
Wir schwimmen jetzt darüber. Aber der könnte uns ja wunderbar beschützen, ne? Carlos ist ein guter Schwimmer. Oh, die Morphodon Level 5. Da ist nämlich noch ein Teresino. 85. Was bist du denn? Ein fliegender Fisch. Das sind Trudons. 140er Trudon. Der ist gefährlich, ne? So ein bisschen aufpassen. Carlos sucht einen Weg. So, da waren noch mehr Teresinos. Wir gucken mal weiter. Hier sind auch noch die fiesen... Wie heißen die Dinger? Da ist noch ein Teresino. 15er. Hier waren auch Chalicos noch unterwegs, ne? Ja, also es ist sehr felsig geworden. Das Gelände ist deutlich unzugänglicher. Die Schildkröte taucht auf. Die hat mich ein bisschen erschreckt jetzt. Seht ihr noch was Spannendes? Ich sehe jetzt gar nichts. Wir gucken mal weiter. Und sonst schleichen wir uns wieder oben durch den Wald. Schauen vielleicht so die Küste entlang weiter. Also ein guter Kano wäre auch ganz nice. Aber die sind nicht so viel stärker als Raptoren, ne? Ein bisschen stärker. Ein Teresino wäre natürlich schon ein Mega-Upgrade. Und wie Raptor? Brauchen wir auch mal, ne? Am besten so ein Low-Level, der sich leicht zähmen lässt. Die Low-Action. Oh, ein 115er Iguanodon. Der ist zumindest über Level 100, das ist schon mal gut. Und ein Iguanodon, der wäre auch nicht verkehrt. Also die sind relativ stark, die können was tragen. Die sind ganz nützlich beim Seeds-Ernten, glaube ich, ne? Das wäre nicht verkehrt, das könnten wir machen. Der scheint auch alleine zu sein, ich sehe jetzt nur einen. Weiß nicht, was sich da in den Büschen noch alles versteckt, ne? Den könnten wir zähmen. Da ist noch was, eine Schildkröte. Schauen wir mal hier hoch. Wie safe wir hier sind. Ich sehe nichts Gefährliches. Ja, der Dschungel ist einfach so super atmosphärisch und gefährlich. So, wir nehmen wieder die Dranks auf den Crossbow. Wir haben ja genug dabei. Und dann würde ich sagen, bolern wir den und nehmen den Iguanodon mit. Und diesmal beschützen wir den. Das Problem ist halt, dass das ziemlich lange dauert, ne? Der frisst ja Mejos. Was Besseres haben wir für den nicht. Hey du, du bist gebolert. Nicht bewegen, ja? Und wir haben jetzt immer die ganzen Blätter im Gesicht, wenn wir die Pfeile nachladen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist von der Temperatur her. Wir haben jetzt 25 Grad. Jawohl, jetzt. Das heißt, wir könnten auch wieder die Rüstung wechseln. So, das geht. Das sind immer nur so kurze Phasen, wo es so super heiß ist. Jo, hot. Jetzt haben wir 36 Grad. Okay, hier unten ist es, am Fluss ist es ein bisschen kühler. Und im Wasser ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen kühler. 18 Grad. Ja, aber das ist auch gefährlicher. Oh, Viraptor. Da war ein Fisch. Das war nur ein Lachs, glaube ich. Die Lachse sind okay. Oder, was sagst du? Magst du mal wieder einen Lachs essen? Nee, ne? Lieber Fleisch. Fisch ist nicht so dein Ding. Gut. Was war das? Ein Raptor. Oh, oh. Hey, du. Was ist das für einer? Der stirbt jetzt eh, oder? Das ist ein 80er. Weiß nicht, ob wir den wollen. Der schafft die Schildkröte, glaube ich, ne? 95er Schildkröte. Ich glaube, der schafft die nicht. Wir können natürlich der Schildkröte helfen. Nicht ganz ungefährlich, was ich hier mache. Da kommt noch einer, okay. Aber ich stehe da einfach daneben. Aber der ist ja abgelenkt. Wenn ich die Schildkröten treffe, dann haben wir ein Problem. Wir lassen die einfach mal machen. Cool. Da ist ein kleines Schweinchen. Hier gibt es immer mal wieder Raptoren in der Gegend. Ne? Das ist ganz cool.
Und es scheint sich wirklich geändert zu haben. Also Raptoren sind jetzt scheinbar keine Rudeltiere mehr, sondern die sind einzeln unterwegs. Wir haben jetzt, ich glaube, 4 Raptoren mindestens gesehen und die waren alle Einzelgänger. Das heißt, ich würde stark davon ausgehen, dass die nicht mehr im Rudel unterwegs sind. Wo ist er denn? Die Schildkröten den aufgegessen? Kann doch nicht sein. Der muss hier irgendwo sein. Da ist er. Nehmen wir mal mit. Ach so, es gibt auch ultra viele Bugs. Beispielsweise, die Tiere haben ja alle ein Inventar, ne? Das sieht man auch. Wir können uns das mal merken an der Palme hier. Also wenn wir ein totes Tier irgendwo liegen sehen, dann können wir das Inventar öffnen. Die haben halt dann meistens so ein paar Beeren dabei, vielleicht ein paar Pfeile und ein Stück Rüstung oder so. Oder irgend so ein Basic Tool. Und wenn man die dann zerstört, die Kadaver, dann taucht die Tasche nicht auf. Das dauert dann ein bisschen. Und irgendwann taucht die dann doch noch auf. Also die ganze Taschengeschichte ist extrem buggy. Genauso wie... Wie rumboxen, passiert glaube ich nichts, ne? Genauso wie die Kadavergeschichte allgemein. Also wenn man Tiere tötet, kann man die ja öfter mal nicht looten und nicht abbauen. Das heißt, die Kadaver sind quasi nicht nutzbar. Man kann die auch nicht durch die Gegend ziehen. Man muss die dann boxen und dann funktioniert das wieder. Das hilft manchmal. Oh, das ist eine Babyschildkröte, voll süß. Level 20. Und genauso ist es halt, Schildkröte wäre auch cool, ne? So als Kühlschrank. Kühlschrankersatz. Genauso ist es auch mit diesen Taschen. Also wenn man die Kadaver dann zerstört, dann kommt man nicht mehr ans Inventar ran. Wenn man aber irgendwie eine halbe Stunde später wieder vorbeikommt, dann liegt die Tasche da meistens. Also das hatte ich schon ganz oft. Ich weiß auch nicht so recht, woran das liegt. Das habe ich noch nicht eingehend getestet. Vielleicht ist das auch so eine Render-Distance-Sache. Das heißt, wenn wir jetzt einmal nach Hause gehen und dann zurückkommen, dann wäre die Tasche da, weil wir dann einmal aus der Render-Distance draußen waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert das alles noch nicht. So, wie sieht es denn eigentlich mit Bolas aus? Können wir uns da welche herstellen? Das wäre halt schon wichtig, dass wir da so ein paar auf Lager haben, ne? Thatch, Stone und Fiber. Wir haben ja alles dabei, ne? Nutzen wir die Zeit so ein bisschen. Hier haben wir ein bisschen Thatch. Und hier haben wir Stone. Ja, das waren Fasern, ne? Thatch haben wir an dem Bäumchen zum Beispiel. Hat ihr es gehört? Da sind ganz viele Dillos. Und da ist ein Raptor. Oh oh. Ach, Stein. Stein haben wir schon, ne? Bolas. Stellen wir noch 3 her. Und nehmen die dann direkt raus. Und dann müssen wir hier runter uns um den Raptor kümmern. Hat der sich wieder mit der Schildkröte angelegt? Dann ist der eh schon tot, oder? Hier ist ziemlich viel Raptor-Action. Das alles safe? Ich glaube, die Schildkröte hat ihn zerlegt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Raptor-Spot hier. Ja, der ist schon down. Da liegt er. Und jetzt seht ihr das. Der hat ein Inventar und Pfeile dabei. Und wenn wir den jetzt aber abbauen, dann lässt der kein Inventar da. Aber das existiert noch. Das ist nicht verschwunden. Irgendwann wird das auftauchen. Vielleicht, wenn der Iguanodon auszähmt. So in einer halben Stunde oder so. Dann können wir nochmal schauen. Das hier war unser Spot. Ist immer noch keine Tasche. Ich habe das schon gesehen. Also, ich habe dann im Nachhinein die Taschen gefunden. Das ist ultra gefährlich hier. Also ich werde ihn jetzt einfach die ganze Zeit beschützen. Wir können theoretisch auch die Bauteile verwenden, um den so ein bisschen einzubauen. Ne? Vielleicht hilft das ja. Machen wir es mal so. Bam. Und wenn wir den zubauen, dann komme ich nicht mehr ran, ne? Aber das ginge theoretisch auch. Machen wir mal so. Dann ist er so ein bisschen geschützt und abgeschirmt. Machen wir mal Türen mit rein, dass ich da durchkomme. Und bam. Okay. So. Dann lassen wir den mal so da liegen. Und, oh nee, da ist ein Viech. Ein Klauviech ist das. Glaube ich. Daneben. Ist das ein Klauviech? Wo ist es überhaupt? Es taucht. Da ist es. Wieder daneben.
Ist das ein Otter? Oh, ich hätte fast auf einen Otter geschossen. Ich dachte, das wäre ein Pegomastax, aber das ist ein Otter. Uiuiui. Das Level ist egal. Wir brauchen einen Otter. Oh, Piranha. Ich habe ihn. Ich habe einen Piranha. Hey, Otter, magst du ein Piranha essen? Da gibt es bestimmt noch mehr Piranhas, ne? Das ist der Otter. Hey, du, ich habe was für dich. Schau mal. Er hat ihn genommen. Jawohl. Jetzt holen wir uns noch so einen Säbelzahn oder so. Mal schauen. So ein Säbelzahnlachs. Oder den hier, der ist ziemlich dick, ne? Der ist auch gut. Erwischt. Den ziehen wir. Oh, da ist noch ein Piranha. Nicht gut. Nix wie weg. So. Habe ich den Fisch? Ja, ich habe ihn noch. Alles gut. Hier ist der Otter. Hey, Otter. Der ist so schnell. Wir müssen wieder raus. Irgendwo ist die. Der Piranha. Wir müssen den jetzt gemütlich füttern. Das ist doch cool. Dann können wir nebenbei noch den Otter zähmen. Die sind überall Libellen. Ich bin froh, dass die nicht meinen Fisch wollen. Die essen scheinbar nur Fleisch und keinen Fisch. So, Otter. Ich finde dich. Oh, oh, oh. Nicht so schnell. Piranha ist an mir dran. Nicht gut. Oh, die machen meine Rüstung kaputt. Die sind gefährlicher als gedacht. Ich hab einen. Ich lass ihn mal hier liegen. Carlos, verteidige dich, ne? Okay. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ist hier irgendwo noch was? Das ist gut. Das mit dem Otter wird schwierig hier, weil es so viele Piranhas gibt, ne? So, jetzt kann ich wieder nichts machen mit dem. So, jetzt geht's wieder. Da war gerade wieder ein Piranha. Die werden wir nicht loswerden, weil das sind so viele. Magst du so ein... Der Otter steckt fest. Ich komme nicht an ihn ran mit dem Fisch. Wir müssen was essen. Erstmal einfach alle Steaks auf. Ich glaube, wir müssen Lagerfeuer einrichten. Ich habe so viel Hunger. Was denn jetzt mit dem Otter? Der steckt hier, ne? Jetzt kann ich wieder den Fisch nicht aufheben. Das ist ja blöd. Wir suchen ihm einen neuen Fisch. Ich schau mal, dass wir vielleicht einen Säbelzahn kriegen. Das wäre gut, so ein Säbelzahnlachs. Jawohl. Der hat es überlebt. Nee, der hat es nicht überlebt. Ich dachte schon. Carlos, was machst denn du? Carlos, haut ab. Komm mal zurück. Spinner. So, den können wir auch wieder nicht mitnehmen. Das ist schon sehr buggy. Nee. Den können wir mitnehmen. So. Versuchen wir das nochmal mit dem. Den habe ich halt auch wieder vor der Nase, ne? Dann kann ich dem Otter wieder nichts geben, wenn ich den vor der Nase habe. Das ist vielleicht blöd. Liegt er da? Der Otter? Ich weiß nicht, ob der schon wieder Hunger hat. Können wir nicht aufheben? Jetzt kann ich es aufheben. Jetzt habe ich ihn aber wieder vor der Nase. Können wir dem Otter hier den Fisch geben? Nee. Release Body. Das ist eine der schwierigeren Zähmethoden. Nicht den Otter boxen, ne? Also. Wo ist jetzt unser Piranha? Das ist so ein tierisch Buggy. Bleib mal da stehen, Carlos. Die Gegend ist hier noch safe, ne? Sieht's mit dir aus? Du kriegst jetzt mal Food, dass hier was vorangeht. Dann schauen wir mal, wie viel du brauchst und so. Oh, der braucht richtig viele. Gut. Fische haben wir ja genug in der Gegend. Wir versuchen es weiter, ne? Boxen. Okay, ich habe ihn erwischt. Alle Sachen, also die meisten Dinge, egal ob irgendwie Tiere, Gegenstände, die Hitboxen sind sehr klein geworden. Und es ist wirklich schwierig,
die Sachen zu treffen. Jetzt ist er wieder frei, okay. Jetzt müssen wir ihn nur irgendwie so... Ich glaube nicht, dass ich ihm das geben kann, das Ding. Ich sehe auch die Einblendung überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir den zähmen können, so. Das ist schon schwierig. Hat der nicht... Sieht das... Okay, der Iguanodon ist fertig. Mega cool. Lass mich mal aus dem Wasser raus, ich habe ein bisschen Angst. Hey du! Hallo! Bleib mal hier stehen. Die Mission wäre erfüllt, das ist super gut. Wenn wir den Otter noch kriegen würden, dann wäre das natürlich noch besser. Das heißt, wir versuchen das jetzt einfach nochmal kurz mit dem Otter. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das mit dem Fisch hinkriegen sollen. Aber wir lassen jetzt nicht locker, dass irgendwas Schnelles im Busch. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ist ein Oviraptor, oder? Nein, das sind Dimorphodon oder so. Irgendein Vogel. Da ist ein Oviraptor. Ich glaube, wir sind safe. So, Otter. Wir versuchen das. Ich will diesen Otter füttern. Im Wasser geht es besser. Vielleicht kann man die nur im Wasser füttern, weil dann der Wasserzug, der hält den Fisch immer unter mir oder hinter mir. Das ist dann besser. Dann komme ich an den Otter ran. Jawohl. Accept. Komm auf die Schulter. Habe ich den Fisch noch? Sieht aus, als hätte ich ihn noch, ne? Habe ich aber nicht. Da vorne schwimmt er. Der folgt mir, aber ist nicht bei mir. So, ich habe ihn. Eieiei, so viele komische Dinge. Mega cool. Jetzt haben wir so einen Otter. Otter sind super, super wichtig, weil Otter so einen Buff haben, die gegen Hitze und gegen... Also der Buff hilft gegen Hitze und Kälte. Wir haben jetzt Heat Resist 67 und Cold Resist 220. Hat sich das geändert? Wir schmeißen dich mal da runter und gib so ein bisschen... Der Otter frisst alle auf. Otter fressen Fisch, ne? Das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt immer Fisch für den Otter haben. Nicht, dass der uns verhungert. Der frisst, glaube ich, kein Fleisch. Ich glaube, die fressen wirklich nur Fisch. Eieiei, Deutsch und so. Und jetzt sehen wir haben 22 Heat Resist und 123 Cold Resist, also kaum Heat Resist. Und wenn wir den Otter hochnehmen, dann haben wir deutlich mehr Heat Resist, deutlich mehr Cold Resist. Wenn wir in der Nähe vom Otter stehen, ist das auch schon besser. Also alleine neben dem zu stehen, bringt uns schon... Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ja, jetzt. Jetzt sehen wir, das dauert immer einen Moment. Aber allein das bringt uns schon dreifachen Heat Resist fast. Also das bringt schon ziemlich viel. Wenn wir ihn auf der Schulter haben, bringt es nochmal ein bisschen mehr. Und wenn wir den dabei haben, dann sollten wir auch keine Hitzeprobleme mehr haben bei uns. Also das ist tatsächlich... Die sind so stark... Oh, da hinten ist irgendwas. Wir hauen ab. Kommt mal alle mit. Wir gehen. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Aber es schmeißt Bäume um. Und das ist schon mal nicht so gut. Was ist das denn? Was meint ihr, was das ist? Also es ist schon wirklich atmosphärisch geworden, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Aber ich finde schon, dass sich da einiges... Also mit der Physik hat sich das Spiel komplett verändert. Ich meine, wir stehen hier vor einem Wald... Und beobachten die einzelnen Bäume, die da umfallen. Wir hören hin und wieder das Brüllen auf die Entfernung. Das ist ein Paracer. Okay. Ich finde, das hat sich schon alles massiv verändert. Ich meine, die Bäume konnte man schon vorher umwerfen. Ne? Aber das ist... Ich weiß es nicht. Für mich ist das ein neues Spiel. Es hat sich schon wirklich viel getan. Einfach nur dadurch, dass es im Prinzip schöner aussieht. Ne? So viel mehr hat sich da sonst gar nicht getan. Wie sieht's denn aus, du? Carlos, magst du helfen? Wäre schon nett. Carlos hat nicht so Bock. Was war das? Weiß ich nicht. Achso, ich habe wahrscheinlich unseren Iguanodon wieder getroffen, ne? Moment, wir müssen das mal testen. Also, wer hat denn solche Geräusche gemacht gerade? Ich verstehe es nicht. Also, wir können unsere Dinos immer noch treffen, aber ich habe jetzt Friendly Fire deaktiviert, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich jetzt... Sonst hätten wir wieder unseren Iguanodon gehittet die ganze Zeit. Man kann halt nichts machen. Man muss dann immer die Dinos umparken. Man muss tierisch aufpassen, weil die Hitboxen unberechenbar sind. Die haben sich, wie gesagt, so ein bisschen geändert. Die Raptoren hatten schon immer so eine sehr kleine Angriffshitbox. Also man trifft mit denen fast nichts. Das hat sich noch verschlimmert. Also man trifft wirklich nur so direkt vor einem, so einen kleinen Millimeter quasi.
Und man sieht es auch öfter mal bei wilden Raptoren, dass die irgendwie kleinere Tiere angreifen und nicht treffen. Vor allem dann beim Abernten. Also wenn die irgendwas getötet haben, liegt es am Boden und versuchen sie das zu fressen und das dauert dann ewig lange, bis die irgendwann die Hitbox finden. Das ist noch schlimmer geworden. Also das war schon vorher extrem, dass die Raptoren halt einfach zu kleine Angriffshitboxen haben. Und genauso haben sich halt die Hitboxen der Tiere selbst so ein bisschen verändert. Das heißt, das muss man alles neu lernen. Und das ist natürlich ziemlich wichtig, wenn man Friendly Fire anhat, dass man da nicht seine eigenen Trikes zum Beispiel killt, ne? Aber ich bin absolut kein Fan von Friendly Fire, deswegen lassen wir das einfach aus. Das ist sowas, was man im Singleplayer einfach nicht braucht. Und auch nicht auf PvE-Servern, meiner Meinung nach. Das ist so ein richtiges Ärgernis. Da schießt man sich immer nur selbst in den Fuß. Das muss ja nicht sein. Davon ist der Teresino. Ich würde den ja gern zerlegen, ne? Aber das ist halt... Die sind echt gefährlich. Der da oben ist auch nicht so... Ist auch so ein Low-Level, ne? Da ist irgendwo einer unterwegs. Wir gehen jetzt mal oben rum, glaube ich. Ist fraglich, ob das sichere ist. Wir müssen jetzt wieder nach Hause. Und wir wollen natürlich alle sicher und heil nach Hause bringen. Wenn wir da lang gehen, müssen wir an dem unteren Teresino und dem Brüllmonster vorbei. Wenn wir da lang gehen, müssen wir durch den Piranha-Fluss und an dem Teresino vorbei. Ist alles nicht so toll. Wir gehen jetzt mal hier durch. Oh, da sind Piranhas. Ohne Ende. Hunderte. Einen haben wir. Den haben wir wohl auch. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Iguanodon kommt nicht. Bist du angegriffen? Steckst du fest? Steckst fest. Wieso Kampfmusik? Haben die Morphodons jetzt die Fische gefressen? Nee, es sind nur viele da, ne? Level 5 war die Morphodon. Also die Morphodon wäre auch sehr cool, ne? Nur müssen wir da sehr vorsichtig sein, weil wenn ich so ein Dimorphodon angehe, dann haben wir hier alle Dimorphodons an uns kleben. Und die sind sehr unentspannt, ne? Da müssen wir also wirklich vorsichtig sein. Das sind 85er, das ist gar nicht so schlecht. So, für den Anfang wäre das gar nicht verkehrt. Dann kommt plötzlich so ein riesen Insekt angeflogen. Oh oh. Ich hoffe, die pullen hier nicht den... Okay, Carlos hat mir geholfen. Die pullen jetzt nicht den Teresino hier. Was macht der Iguanodon? Oh nein, er hat ihn gepullt. Oh nö. Das sind zwei Teresinos. Wir verlieren schon wieder unsere Dinos. Wir tun, was wir können. 85er ist down. Wenn wir die beide schaffen, alter Schwede. Ist das ein dritter? Nein. Raptor down. Haben wir beide verloren? Wir haben beide verloren, oder? Was ist das für einer? Nein. 85er. Ich hab Hunger. Und hier sind Insekten. Wir hauen jetzt ab. Was zum Teufel war das denn? Das sind die neuen Ärgernisse mit der Wegfindung, ne? Der kommt, der will mich. Ich laufe jetzt einfach den Strand entlang, das ist das Schnellste, was ich machen kann. Ich will einfach nur weg. Haben wir jetzt beide Tiere verloren? Ich glaube, die sind beide gestorben, sonst... Die haben ja beide gekämpft. Na... Nur Rückschläge, was ist denn los? So, können wir irgendwas essen? Ich schlafe gleich ein. Wir haben keine Beeren, ich muss kurz Beeren pflücken. Bevor ich einschlafe. Ich glaub's nicht. Was ist denn los? Jetzt haben wir mehr Tiere wieder verloren, als wir gezähmt haben. Wir haben den Otter noch. Oh Mann. Der Iguanodon hat den Weg nicht gefunden, ist in den Teresino reingerannt, hat den direkt angegriffen. Ist aber im Prinzip egal, weil der Teresino hätte sonst ihn angegriffen. Das ist vollkommen Schnuppe, wie rum. Der rennt da rum. Der will mich immer noch. Wieso? Der ist immer noch hinter mir her, glaube ich. Aber warum? Das sind viele komische Dinge, die hier passieren. Ich glaube, wir versuchen jetzt einfach nach Hause zu kommen. Bring den Otter nach Hause.
Ich traue mich noch nicht mal, meinen Otter mitzunehmen, weil der sowieso nur stirbt, wenn ich den dabei habe. Jetzt kommt der wirklich. Ich komme nicht vor dem weg. Was soll ich denn... Jetzt tötet er den Otter, oder? Mann, ist das brutal. Ich vermute, dass unser Otter das auch nicht überlebt. Ich hätte einfach nach Hause laufen sollen, ne? Sofort. Wir hatten noch Glück, dass das... Es sind so viele komische Dinge. Ich kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir holen unseren Flieger. Vielleicht kann der uns helfen. Da waren halt alles voller Teresinos und der Iguanodon ist saudämlich da reingerannt. Das ist halt die neue Wegfindung. Das heißt, die Dinos, wenn die den Weg nicht finden, dann gehen die einen riesen Umweg und pullen alles, was da unterwegs ist. Und damit muss man rechnen, ne? Was macht man dagegen? Einen Sattel mitnehmen und die reiten, ne? Aber man kann ja nicht jeden Dino reiten. Also man kann eigentlich dann nur mit einem Dino unterwegs sein. Ist das ärgerlich schon wieder? Ich glaub's nicht. Peter, komm mal mit. Vielleicht können wir mit Peter den Otter retten. Dass wir wenigstens irgendwas heil nach Hause bringen. Wir versuchen das. Stamina sieht noch gut aus. Wir haben ziemlich wenig Stamina. Machen wir eine ganz kurze Pause hier zum Stamina-Recken. Wir sind wahrscheinlich schon in der Render-Distance, also es könnte schon sein, dass der Otter jetzt stirbt. Ich habe ihn noch nicht sterben sehen. Ich sehe immer diese Anzeigen. Falls die überhaupt eingeblendet werden, ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen toten Otter gesehen, keine Meldung, dass der Otter gestorben wäre. Last Death. Die Resino ist noch da. Ist unser Otter noch da? Meganeuras sind noch da. Weiß es nicht. Dann gucken wir mal ins Log. Iguanodon. Otter wurde auch getötet. Level 14, also ein One-Hit. Ja, geil. Das ist ja ein absoluter Reinfall gewesen. Ich gehe halt auch von vielen Dingen aus, die im alten Arc so und so waren. Aber da hat sich viel geändert, ne? Wir sehen es jetzt ziemlich deutlich. Der Teresino war jetzt über ganz lange Zeit aggressiv. Ich weiß nicht warum. Das war das Otter-Inventar. Das ist unser Inventar. Gucken wir mal, ob wir das nach Hause bringen können. Ja, nicht wirklich. Schmeißen wir mal den Stein raus. Das Holz. Und essen die ganzen Beeren. Gut. Dann fliegen wir jetzt erstmal das Zeug nach Hause, was wir nicht unbedingt brauchen. Ein Rüstungsset muss nach Hause. Wir können nicht so viele Sachen mitnehmen. Boah, ist das ärgerlich. Das ärgert mich jetzt schon tierisch. Also es schmeißt uns halt immer so weit zurück, diese ganzen Fails. Oh, und man kann halt eigentlich nichts dagegen machen, ne? Ich finde die Wegfindung total cool. Ich habe mich ja super drüber gefreut. Ist echt mega. Aber die bringt halt wieder neue Probleme mit sich, ne? Und das sieht man dann erst so nach und nach. Die alte Wegfindung war halt so, dass die Tiere einfach nicht mitkamen. Das heißt, die hätte man sich fast sparen können. Die neue ist jetzt so, dass die Tiere zwar mitkommen, aber auch alles mitbringen, was da überhaupt rumrennt. Also wir hätten vor den Teresinos nicht weggekommen, selbst wenn ich die Tiere auf Passiv gehabt hätte, hätten die Teresinos die ja trotzdem zerpflückt. Also das hätte uns nicht geholfen. Da können wir nichts machen. Wenn wir so ein Tier dabei haben, müssen wir immer damit rechnen, dass das irgendwelche fiesen Dinos pullt. Das heißt, wir müssten eigentlich jeden Teresino sofort töten, jedes Chalico sofort töten, weil die immer die Gefahr bergen, dass man die pullt. Und sobald da irgendwie ein Dino in die Nähe kommt, die sind ja ultra aggro, dann hat man die sofort an der Backe. Eieiei. Gut, ich flieg da jetzt nochmal hin und hol die Sättel. Aber das war's dann im Prinzip, ne? Wir haben richtig gut gezähmt, das hat alles wunderbar funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Iguanodon da in die Teresinos reingerannt ist. Alles voller Kompis. Platt gemacht.
So, kurz Stamina regen. Jetzt sind wir wieder hier bei den Taschen von unseren Dinos. Ich weiß gar nicht, wer länger überlebt hat. Ob der Raptor oder... Also Carlos oder unser Iguanodon. Das nehmen wir alles... Na, brauchen wir nicht. Das ist der Teresino. Also der hatte auch wieder ein Item-Cache. Schmeißen wir mal raus, dass die Tasche weg ist. Teresino gefunden. Hier drüben war noch eine Tasche. Irgendwo. Hier ist eine. Das war Carlos. Nehmen wir mal so ein bisschen Fleisch vielleicht noch mit. Ach, die Tasche wegschmeißen. Ja, und der Iguanodon hatte ja eh nichts an Bord. Das brauchen wir gar nicht suchen, ne? Der hatte nichts Wichtiges. Ich glaube, wir haben zwei Teresinos zerlegt und dann war noch ein dritter da, oder? Da waren das nur zwei. Ich weiß es nicht. Das ist super ärgerlich. Also... Genau, Carlos wurde gefressen vom 85er. Iguanodon wurde auch vom 85er gekillt. Und das war der gleiche, der mich danach und den Otter auch getötet hat. Also das war alles einer. Oder das war irgendwie ein Männchen und Weibchen, also ein Pärchen. Ich dachte, ich hätte irgendwie drei gesehen. Wir haben, also ich habe nur eine Tasche gefunden, also eine habe ich auf jeden Fall zerlegt. Wahrscheinlich waren es nur zwei, ne? Mann, Mann, Mann. Ist doch irgendwie alles ziemlich unübersichtlich. Ja gut, dann fliegen wir wieder nach Hause. Das war's dann wohl für heute. Wir haben einen richtig, richtig guten Petri gezähmt. Wir haben einen Raptor verloren, der okay war auf jeden Fall, Carlos. Das ist total ärgerlich, weil mit dem bin ich immer am liebsten unterwegs gewesen. Aber die Raptoren halten irgendwie nicht lange bei mir. Wir könnten noch die 10-Box mitnehmen, ne? Die muss ich noch holen. Die können wir wieder nicht tragen. Ich bringe erstmal alles nach Hause, den Sattel, der ist ziemlich schwer. Dann hole ich noch die restlichen Überbleibsel von der 10-Box oder wir lassen die gleich in der Gegend, weil da gibt es immer ziemlich viele Dinos. Können wir die Box erstmal stehen lassen, solange wir sie nicht brauchen. Und dann können wir die jederzeit holen, wenn wir sie brauchen sollten. Ja, und dann müssen wir wieder Raptoren suchen, weil Raptoren sind momentan so das Rückgrat meiner Dino-Armee. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall wieder einen. Ich glaube, mit Turbo Bö fliegen wir erstmal nicht. Vor dem habe ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Angst, dass wir den verlieren, wenn wir mit dem loslegen. Deswegen schauen wir mal, dass wir den so ein bisschen reservieren für später, weil das ist ein echt guter Flieger. Momentan habe ich da kein gutes Händchen, wir verlieren zu viele Dinos. Das wäre traurig, wenn wir den verlieren. Deswegen bleibt er jetzt erstmal in der Basis stehen. Ich hoffe, dass es hier so halbwegs sicher ist. Ich habe jetzt noch nichts Gefährliches spawnen sehen. Na gut. Ja, wieder ordentlich zurückgeworfen. Dafür haben wir jetzt Bier, einen weiteren guten Petri. Und dann geht die Suche nach starken Dinos weiter. Wir suchen weiter nach Raptoren, nach Carnos, nach Teresinos. Es gibt ja richtig viele, die uns da weiterhelfen könnten. Richtig viele gute Tiere. Iguanodon, wie gesagt, wollen wir endlich mal einen haben. Diesmal haben wir ihn schon gezähmt, aber er hat halt einfach nicht lang durchgehalten. Mit den Iguanodons haben wir einfach kein Glück momentan. Aber das sind so die Sachen, mit denen man halt am Anfang zu kämpfen hat in Ark. Wäre ja langweilig, wenn es einfach wäre. Für heute gehen wir uns damit geschlagen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier in Ark Aza. Macht's gut und bis dann.